Herzlich willkommen zurück zum Taumaturgen. Das Telefon klingelt. Hello? 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 Victor? Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? I've rediscovered something, like a comfortable bed. The city has changed a lot, as have we all. The most important thing to me right now is retrieving my father's grimoire. Your grimoire? I wish you luck, boy. Is there any specific reason why you're calling me? I wanted to... I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? Natürlich. Obwohl eigentlich... Komm. Maybe now would be a good time to explain it, since you're calling. It's not something to discuss over the phone. They keep switching those lines. You never know who's listening. All right. So where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Alles klar, aber wir müssen vorher zu Rasputin. Das ist definitiv hat das Vorrang. Genau, ist auch schon ausgewählt. Perfekt, ja, das müssen wir machen. Damit wir nämlich den vierten Salutor dann auch nutzen können. Das wäre wichtig. Und dann hoffe ich, dass wir das Grimoire bald finden, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir dann diese Punkte hier auch mal benutzen können, weil momentan weiß ich nicht, warum wir die haben. Das ist halt... Ja. Eine wunderschöne Melodie, als wäre die Geige lebendig und spiele sich selbst. Für einen Augenblick war mir, als hätte jemand eine Saite mit meinem in meinem Inneren berührt, die ich selbst noch nie gekannt hatte. Ist für mich so ein bisschen die Frage, ne? Warum haben wir eigentlich diese Punkte? Ich meine, wir haben 17 jetzt davon auf Vorrat. Achso, jetzt Ende. Ich dachte, wir hätten da rangehen müssen. Ach, hier ist auch noch irgendwas. Get a stake for when your life is at stake. Make any vampire quickly retire. An aspen stake for you, sir? Premium wood, carved at midnight on the solstice. They're cheap. Vampires? I don't think so. What do you mean? The dead rising at the cemetery? They must be vampires. Vampires are salutors attracted by blood and sizzling passion. There's nothing interesting for them among the dead. It's what people believe that matters. The steaks are exquisite, I must admit. What else do you sell? Holy icons, miraculous Marys, salt. Table salt? Consecrated, but the steaks, I tell you, sir. Ever since they buried the magician, they've been selling like hotcakes. Anyone with some sense buys them. Do you believe in all of this? I believe in money. And if people are willing to buy a stick out of fear, then who am I to argue? Ja, so kann man das sehen. I hope the vampires don't take revenge on you. They have no interest in me. I'm anemic. Please, tell your friends. On Wednesdays, I sell 4 steaks for the price of 2. Fantastisch. Ach, da ist auch noch was. Also hier ist immer viel zu entdecken an Kram. Das muss man ja echt sagen. Notizen zu einer Predigt.
Die räuberische westliche Kultur schlägt ihre Krallen bereits in das pochende Herz unserer Nation, die Kirche. Wie viele von uns huldigen lieber in den Tempeln der Unterhaltung als in den Gotteshäusern. Selbst einst ernstzunehmende Institutionen verwandeln sich in Zirkusse. Ich denke dabei etwa an eine Veranstaltung, die am Donnerstag in einem Gebäude stattfindet, das sonst nur respektable Wissenschaftler beherbergte und nun zur selben Zeit wie die Rosenkranzandacht in unserer Kirche eine Filmvorführung anbietet, eine Narrenschau, die unseren Geist von Arbeit, Familie und Glauben wenden soll. Okay. Was Schlussfolgerung hier? Fotografievorstellung zum Miterleben. Am Donnerstagabend werden Kazimir Prostschinski und sein Pleograph im Hauptquartier des Technikerbundes in der Powaskowska Straße 59 zu Gast sein und Gelegenheit bieten, Fotografie selbst zu erleben. Ja. Schön. Aber wir müssen zu Rasputin. Wir können jetzt erstmal nichts weiter machen. Yes, sir. Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not. I'm here for Rasputin. I can sense he's in a drawing room. Ja. So wie letztes Mal. War wahrscheinlich auch der ziemlich gleiche Dialog. Da ist er. It's good to see you. Although, I think I can already see what you need. Let's not waste time. How about that? I'll be very grateful to you for another round of help. Let me share something about your pace in hunting for salutors. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Ich denke, Mars wird der Letzte jetzt gewesen sein. Is there something you want to tell me? Do you not want to help me anymore? Nonsense. You can always count on me. I'm just worried. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him? He's remarkable. I can't tame him. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. Did you watch me sleeping? You still drool. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable. Yet it went down with thousands on board.
I feel as though I could have stopped it. I think I shouldn't abuse the Nadarzhinsky's hospitality any further. That distressed woman you mentioned, Svetlana. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. This Svetlana is causing herself trouble. I don't remember talking to you about Svetlana. Maybe that's an effect of our treatments. I hope everything comes back to you. What was this gossip, may I ask? Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Help? What do you want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Okay, ja, bis zum nächsten Mal. Dann können wir endlich mal wieder einen Punkt hier ausgeben. So, wir haben jetzt alle vier. Entwickeln. Also wie gesagt, meine Vermutung wäre, dass wir mit dem neuen Grimoire dann hier vielleicht auch noch uns weiterentwickeln können. Hier sind ja auch überall noch drei Karten jeweils offen. So viel ist das dann auch nicht mehr. Ne? Und hier sind ja auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Laster ebenfalls noch offen. Oder kommen jetzt noch 8 Salutoren dazu? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, könnte, aber Platz wäre da, ne? Lassen wir uns überraschen, was hier noch alles passiert. Und die Frage ist ja auch, was wir jetzt als nächstes eigentlich machen. Gucken wir mal. Also, wir sollen zum Hotel Imperial gehen. Das ist die Hauptquest. Wir sollen unseren Onkel besuchen. Ja, das machen wir vielleicht eben. Geheimnisse der Stadt, Fotografievorstellung zum Miterleben ist natürlich auch nett. Zeichenstunde. Ich meine, jetzt haben wir uns ja viel in der Hauptquest weiter bewegt, dann können wir eigentlich auch hier mal wieder ein bisschen bewegen. Lehrstunde zu aktuellen Tänzen. Da können wir vielleicht nochmal gucken, was wir hier noch zu finden. Das machen wir jetzt einfach mal. Ach. Das ist sogar hier. Na, als hätte ich das gewusst. Eine Ausgabe des Magazins Efeu. Antworten der Redaktion. Frau Sokolnitska, wir haben ausführlich über Angora-Kaninchen berichtet. In Ausgaben 22 und 23 finden Sie den Artikel Die Wolle der Angora-Kaninchen. Darin erhalten Sie Hinweise zur Zucht dieser Tiere. Da sie in Posen wohnhaft sind, dürfte es leichter fallen, Kaninchen aus Deutschland zu importieren. Informationen zu Verkäufern erhalten Sie vom Chefredakteur des Magazins Der Kaninchenzüchter, Dr. F. Poppe, Kaiser-Wilhelm-Straße 22, Leipzig. Frau HW, das Ergrauen des Haars könnte eine Folge einer verborgenen Erkrankung des Körpers sein, weshalb wir zum Besuch eines Spezialisten raten, da hier keine Ratschläge per Brief möglich sind. W. Janicek, die modernen Tänze Two-Step, Cakewalk, Boston, die in unserer Oberschicht immer beliebter werden, werden abends von Jan Wysocki, einem stadtbekannten Ballettmeister, gelehrt. Allerdings bietet er seine Kenntnisse ab November nicht mehr an. Sollten Sie also an seinem Unterricht interessiert sein, sollten Sie die Gelegenheit jetzt nutzen und ihn unverzüglich kontaktieren. Okay, das waren aber noch nicht alle Informationen zu den Tänzen, die man hier finden kann in Wachschau. Nein, nein, nein. Hier ist vielleicht auch noch etwas. Ein Tanzlehrbuch von Leopold P. Dolinski, Moderne Tänze. Handschriftliche Signatur auf der ersten Seite. Jan Wysocki, Smentana Straße 18. Secrets. Not on my watch. In der Smentana Straße 18-4 lebt Ballettmeister Jan Wysocki, der in Abendkursen energiegeladene westliche Tänze lehrt. Allerdings haben ihn Gemeindemitglieder, denen die neue Mode widerstrebt, ihn zum Aufhören gezwungen. Dies ist die letzte Gelegenheit zur Teilnahme. Ja, das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Da machen wir jetzt mit. Ja, wir haben jetzt so viel Anstrengung gehabt. Da muss er sich auch mal ein bisschen entspannen. Let's wait until. So, let's kill some time. Genau. So.
War schon auch cool, dass wenn man warten muss, dass der einen dann auch zur Bank immer direkt führt. Und generell die Sammelgegenstände auch angezeigt werden oder man sich so hinführen lassen kann. Das ist auch ganz nett. Wir müssen nicht mit der Kutsche fahren. Denn das findet hier statt. So, gleich mal gucken. Kein Wunder, dass rechtschaffenden Bürgern Ragtime suspekt ist. Heiterkeit führt zweifellos zum Sittenverfall. Okay. So, Tanz haben wir auch. Werbung. Josefa Nowinskas Bestattungsinstitut in der Targowa Straße 16 in Warschau bietet erstklassige Dekoration und Ausstattung. Es richtet Beerdigungen von bescheidenen bis extravagant aus. Sehr niedrige Preise. Was haben wir hier? Eine Broschüre, das große Derby auf dem Mokotow-Feld. Am 5. Oktober beginnt um 14 Uhr. Okay, was haben wir noch? So, dann können wir doch eigentlich auch noch die Fotografievorstellung mitnehmen. Na, jetzt ist mal ein bisschen Zeit für Kultur. Oh. Steht da wann? Nee, ne? Aren't your legs getting sore? Stupid question. Let's wait until. Ich mach mal. Ich weiß es nicht genau. Mittags. So, let's kill some. Ja. Immer schon. Nö. Dann machen wir Nachmittag. Ja, Nachmittag war richtig. Jetzt habe ich den ganzen Tag nur rumgesessen. Aber noch nicht bei Rasputin. Ach, aber direkt nebenan im Grunde. Okay. Bewegte Bilder. Ich weiß nicht, ob sie jemals traditionelle Fotos komplett ersetzen werden. Nein, komplett nicht. Okay. Dann haben wir noch die Zeichenstunde. Dann sind wir zumindest bei den Nebenmissionen so ein bisschen up to date. Dann können wir nächstes Mal dann wieder mit einer Hauptquest oder so weitermachen. Okay, da müssen wir einmal ein bisschen fahren. Und zwar bis zum südlichen Teil. Ruckel, ruckel, lad, lad. Huch. Ach, hier unten lang. Komm schon, wir wollen nur reden. Ja, reden wir doch. Do you have a problem, gentlemen? We'll see about that. Do you have any documents? What kind of... The kind that says you can strut around here. This is a fancy neighborhood. Give me your papers. Oh, documents. How about these? They look fine to me. Well, have a good day, sir. Hat er jetzt eingesteckt? Ja, sonst hätte es jetzt einen Kampf gegeben, aber bringt ja nichts. Ich wollte gerade die Kamera drehen, aber das geht ja nicht. Was haben wir denn hier? Der Warschauer Kurier, Kleinanzeigen. Kaufe das neueste Modell für 4 Personen, gerne gebraucht. Angebote bis zum 8. des Monats im Brulowski Hotel Nummer 20. Dr. Stefan Stamirowski ist aus dem Ausland zurück. Leiden an Luftröhre, Rachen, Nase und Ohren, Slotterstraße 5. Und Zeichenstunden. Ah. Der Maler Konstantin Andrzejewicz nimmt Schüler an. Thema Warschauer Landschaften. Nachfragen an Adresse. Not on my watch. Ja. Täglich um 18 Uhr gibt Konstantin Andrzejewicz in seiner Wohnung in der Poznanska Straße 8-4 Zeichenunterricht.
wo unter seiner Führung Landschaftsskizzen Warschaus angefertigt werden können. Das aktuelle Unterrichtsthema ist die Alexander-Newski-Kathedrale. Na, so viele Hobbys, die man hier machen kann. 18 Uhr wäre dann Abend. Maybe was? Oh, doch, hier lang. Ah. Okay, schon wieder so weit. Müssen wir schon wieder warten. Mittag wahrscheinlich. So, Abend gibt's ja nicht. Genau. Nachmittag ist der neue Abend. Ja, sehr schön. Ja, schön hier. Aber hier waren wir doch auch schon ganz fleißig unterwegs, oder? Täusche ich mich nach? Doch, ich glaube schon. Die Alexander-Newski-Kathedrale, ein Geschwür im Herzen der Stadt. Es ist schwer, sie objektiv als architektonisches Werk zu betrachten. So schlimm? Okay, hatten wir jetzt aber wirklich viel Kultur heute. Der Tageskurier, Ergebnisse des Leserwettbewerbs. Vor einem Monat kündigten wir einen Wettbewerb um die interessanteste und lustigste Warschauer Anekdote an. Wir hielten eine Flut an Zuschriften, unter denen uns die Herren Antoni Lecki am meisten bewegt hat. Der Humor und die Leichtigkeit seines Fiaker-Abenteuers brachten seinem Schöpfer den ersten Platz in unserem Wettbewerb ein. Nach einem kurzen Lektorat wird der Text in der nächsten Ausgabe des Tageskuriers erscheinen. Well, well. Antonin Letzki, ein bekannter Geschichtenerzähler, sitzt gern am Torgang bei der Station der Warschauer Wiener Eisenbahn. Hört er jemanden darüber reden, wie es früher war, ergreift er die Gelegenheit und erzählt amüsante Anekdoten über das Leben in Warschau. Okay, jetzt haben wir den auch noch. Ja, komm. Den machen wir noch. Und dann ist aber wirklich gut. Also jetzt weiß ich aber wieder nicht, bis wann wir warten müssen. Wahrscheinlich morgens, oder? Ja. Muss ja auch mal sein, hier so ein bisschen. Naja, hier. Nichts belebt das Gemüt besser als eine gute Geschichte. Vor allem, da meine Geschichte offenbar von einem wahnsinnigen und grausamen Halbgott geschrieben wurde. Und hier haben wir noch irgendwas rumliegen. Drehorg. Ja, diese einfachen Walzer sind voller Charme. Wäre ich nicht Viktor Tschulzki, der bitternste, kaltherzige Traumaturg, würde ich das Tanzbein schwingen. Dafür waren wir ja auch schon beim Tanz. Ah. Okay, ich würde sagen, wir haben genug Kultur in Warschau genossen. Dann können wir nächstes Mal zum Hotel Imperial gehen, um Svetlana abzuholen. Oder unseren Onkel besuchen. Mal gucken. Eins davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Drehung ist so schön, da mag man gar nicht beenden. Ach, was soll's.